So, ist mal wieder Zeit für eine Runde Grounded. Ich schwinge gar keine langen Vorreden, sondern fange einfach an mit 3, 2, 1, ab geht's. Damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded mit den Bertholdsons. Wobei Bertholdson irgendwie nicht stimmt, denn Kai ist lost. Und ja, Buchstabe muss da auch geändert werden. Moment. So. Ja. Gut, da aber denn heute ja ohnehin ein bisschen weniger Action ist, haben wir uns dazu entschlossen, ein bisschen zu grinden. Genau. Wir brauchen noch eine Menge Werkzeug. Und, toll, jetzt nichts mehr zu Wasser trinken da, aber. Scheiße. Dann trinke ich hier erstmal. Wasserbehälter ist auch leer. Das ist ja unschön. Ja. Dann muss ich. Tastes good. Ja. Erstmal so trinken. Haben wir eigentlich noch was zu essen irgendwo? Ich weiß nicht, ob wir noch was zu essen haben. Okay. Womit wir jetzt auf jeden Fall. Aber draußen sind Eicheln. Die kannst du kaputt hauen. Dann hast du wieder was. Oh, stimmt, okay. Ja. Wir fangen tatsächlich an heute erstmal mit der T2-Axt, die wir uns basteln wollen. Dafür brauchen wir aber erstmal Gasmasken, wofür uns noch ein paar Fliegenpelze fehlen. Das heißt, wir gehen auf Gnettenjagd. Das wird richtig gut. Gnetz. Und was heißt, wird richtig gut? Wird tot. Gut, und dann brauchen wir tatsächlich Werkzeuge für den Insektenhammer, ein paar Bombardierkäferbrocken. Das wird schon interessanter. Ne, die können ein bisschen mehr. Aber wenn wir die Gasmaske haben, sollte das eigentlich nicht das Riesenproblem werden. So, ergo, auf geht's. Gnetz jagen. Ich bin schon dabei. Bist schon dabei? Oh, ich sehe gerade, ich habe hier den falschen Hammer ausgerüstet. Der kommt da hin. Und wo ist, eigentlich mein dicker Hammer? Da ist mein dicker Hammer. Also ich hoffe hier auf Eicheljagd noch auf ein paar Gnetz zu stoßen. Allerdings ist ja auch Wolfsspinnengelände und du weißt ja, wie die Dinge abgehen. Besser als Fledermausland. Ich habe keine Fackel, sehe ich gerade. Wie uncool. Es war noch welche in der Truhe. Ja, wenn ich jetzt noch herausfinde, in welche. Da ist eine. Fackel Plus. Ja, perfekt. Ich habe die sogar im Inventar liegen. Mich doof. Ja. Oh, oh. Also wenn Kai, wenn Kai jetzt da wäre, der hätte jetzt einen richtig dummen Spruch gefragt. Ach Quatsch. Ja, aber ich vermisse ihn auch. Ich kann das schon voll und ganz verstehen. Komm wieder, Kai. Ja, please come back. So, sonst, come hier, back. Sonst sind hier draußen immer irgendwelche abgefuckten. Guck mal, hier liegt noch was. Ist das schon mal wieder voll? Ja, hier sind leider gerade nur Läuse. Ja, Läuse habe ich hier auch. Ich habe Läuse. Ah, endlich. So, ich hänge mal drei Läuse auf dem Trockner oben. Nee, ist wieder typisch. Die guten Läuse. Ja, weißt du, ist wieder typisch. Wir wollen eigentlich Dings hier, Fliegen jagen. Können wir uns jetzt schon wieder ums Überleben? Ja. Ich kann Kacke, ey. Ja, das sind halt wir. Ne? Also läuft nie wie so. Mal wieder kopflos ins Abenteuer gestürzt und ja, einfach. Ja. Verkackt. So, anhängen. Aufhängen. Wow, ich sehe da schon diese miesen Wanzen. Ja. Da möchte ich jetzt erstmal noch nicht hin. Aber ich finde hier auch gerade keine Gnats. Wir brauchen noch Gnats. Viel mehr Bombardierkäferkram. Dann können wir nämlich auch den zweiten Türständer fertig machen. Der da auf dem Dach steht. So, ich laufe jetzt Richtung Old Base. Vorlaufen. Ja. Wie gesagt, ich laufe jetzt Richtung alte Basis mit ein bisschen Zickzack, in der Hoffnung, dass ich unterwegs eine finde. Ja, ich bin dabei. Ich komme mit. So, ich bin gerade in der alten Base. Und jetzt können wir mal gucken, ob hier noch so ein bisschen Wollscheiß rumliegt. Wäre ja auch schön, ne? Ich bin aber gespannt, was wir mit den Federn machen können. Ja. Die müssen denn in den Analysator. Aber definitiv. Okay, gut. Ich habe Vorräte aufgefüllt. Oh. Ich glaube, das war Kai. Er ist zumindest in Social Media bei uns. So, ich glaube, bei den Ameisen sind immer ein paar Gnetz rumgeflogen, oder? Bei den Ameisen und bei dem Computerding, glaube ich, auch. Ja, das war eigentlich mehr random, dass die Teile gekommen sind. Bist du sicher? Gucken wir mal. Nö, nie. Ich bin mir nie sicher. Die ist aber bin unaufgeräumt, die alte Base, ne? Also die neue ist schon die schöne. Ja, die alte Base war halt
mehr oder weniger auf Hügeln erbaut. Ja, und halt erstmal gucken, dass wir überhaupt irgendwie. Ja. Außerdem wussten wir noch gar nicht, was wir eigentlich machen. Genau. Erstmal Schutz haben vor den fucking Ameisen, war es damals. Die Ameisen! War Was war ja. das noch für eine Bedrohung damals, ey? Oh, hier die Ameisen, die drehen gerade frei. Oh, ich habe einen Bombardierkäfer gefunden, der hier Oh, fleißig was mit dir nicht richtig? Oh, scheiße! Ich bin kaputt. Echt? Das ist gerade schlecht. Ja, Ich schlachte gerade Bombardierkäfer. Ameisen haben mich einfach angegriffen. Ich habe den ganz getan. Ja, ich sag ja, wenn so ein Arbeiter viel dabei ist, ist das doof. Was? Was für ein Fick? So, ich Das hab den ersten Bombardierkäfer, hab ich platt. Scheiße! Die Kriegerameise mag mich auch nicht sonderlich. Ich habe natürlich keinen Spawnpunkt in der neuen Base gesetzt, ne? Das ist Ich war schon in der schlecht. alten Base. In der alten Base. Ich bin so ein So, hab ich Idiot. nochmal eine Kriegerameise gelegt. Someone help me! Ich bin hier umzingelt von Ameisen. Ich fühle Hier mich ist nicht. gelbes Gas überall. Ja, ich weiß. Auf der Ecke waren wir auch noch nicht so viel, aber hier sind Bombardierkäfer. Eisenspiel. Irgendwas Oh! im Oh! Boden oder. Ich hab Halluzinationen, Digi! Geh Echt? nicht ins gelbe Gas! Ja! Was ist das? Oh shit. Echt mal. Oder war da so vielleicht so ein Bombardierkäfer? Nee. Das hier ist ein ganzes Areal mit gelbem Gas. Ach, gelben Gas. Ich habe verstanden, gelben Gras. Nee. Ah, da brauchen wir. Ih, hier ist ein mutierter Rüsselkäfer. Nee, infizierter Rüsselkäfer. Was ist das denn? Oh, ich glaube, der. Ja. Ih, der ist explodiert. Das sind die mit den. Ah, die explodieren, scheiße. Ja. Krasser Oh Shit. nein. Oh, das Okay. ist gar nicht gut, besonders wenn du nicht gerade Halluzinationen hast, denke Ja, ich glaube, wir sollten mal hier raus. Da brauchen wir definitiv die Gasmaske. Dann haben wir wieder ein Gebiet Ja. zum Erkunden. Ey! Das ist ja super gut. Oh mein Gott. Progress! I don't want any trouble, man. Progress, genau. Progress! Wir sind progressiv. So, ey. Wo zum Fick? Gibt's eigentlich Wenn man Gnäpfe diesen hier? scheiß Netz braucht, ne? Alles Echt, für ey, den sonst Scheiß. klauen sie einem den Saft unter dem Arsch weg. Jetzt, wenn wir sie einmal Vielleicht hier solltest du haben. Saft bei dir tragen. Ich hab Saft bei mir. Ach so. Nachdem wir uns ja in der letzten Folge ein bisschen gekabbelt haben, haben Michi und ich uns wieder lieb. Ja. Wir kuscheln jetzt wieder. Zweimal. Am Tag. Nackt. Ja, immer, natürlich nackt. Verstehe ich jetzt nicht. Ich war bloß ein bisschen fischig, weil ich hasse es, wenn man mich nicht ausreden lässt. Oder generell jemanden nicht ausreden lässt. Ja, dann, Und dann werde ich halt ein bisschen und ich kann das einfach gut. Ne? Das ist meine fischig. Superkraft. Ja, du bist halt Außerdem fand ich Müller. unheimlich amüsant, wie glatt Michi sich angestellt hat. Das hat ihn, glaube ich, noch weiter erregt. Natürlich Und war es total gut von mir. es war keine positive Art und Weise von Erregung. Aber Nee. ich glaube, wir müssen hier nachher noch Kai malen. Aber wir waren auch beide genervt, weil wir so oft gestorben sind. Einfach. Ja, es war auch echt ätzend. Es war Es einfach nur war. Mist. Es hat einmal ein Nervenkostüm gefressen und da ist Ja. ich noch dazwischen Ja, gelabert. und auch Oh, so oh. sinnlos gestorben, weißt du? Einfach so eine blöde Ja. Luftblase da reinzubauen, wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Irgendwie so eine kleine Luftschicht, die sich da oben irgendwo in der Höhle gesammelt hat. Aber vielleicht wäre es dann zu einfach gewesen. Ja, aber auch viel weniger nervig. Wo bin ich hier eigentlich Oh. gerade? Gefühlt war ich hier noch nie. Ich laufe durch grünen Dingswald. Was ist denn das? Ich entdecke nur Und Sachen sag mal, überall. Digga, hast du auch das Problem, wenn du durch Klee läufst, dass du da hängen bleibst? Nö, nicht Ich komme unbedingt. Oh shit. selten durch Klee durch. Das ist total nervig. Weißt du, wo ich ganz schlecht durchkomme? Durch Wolfsspinnen. Hast du welche Ich gefunden? glaube, ich habe eine gefunden, ja. Hockt da gerade unter so einem Stein. Gefällt mir gar nicht. Poxy! Ja, Poxy! unbedingt. Hat beim letzten Mal so gut funktioniert, mich mit der anzulegen. Ne, aber Ja. vielleicht mit perfekter Block könnte das vielleicht was werden. Ja, da bräuchte ich die. Oh, die blöden Ameisen, ey, ohne Scheiß. Echt? Waren die so fertig? Die machen. Alter, die gehen mir gerade richtig auf den Sichel. Ich konnte da mit einem Nee. Mangekampf, war überhaupt kein Problem. Die greifen mich instant an. Ne, den Ich musst weiß nicht mehr warum. du. Den hilft nur rennen, ne? Ja, ich renne wie blöd. Ich versuche gerade dich zu finden. Ach, da hinten bist du. Ich bin in der Ecke weg. Ja, ich komme dir mal entgegen. Ja, ich Ey, komme das. dir auch Wir entgegen. suchen, wir suchen, wir suchen hier Fucking Gnats, Gnats, Alter. Alter. Ich meine, wir kriegen Gnats Bombardierkäfer auch und so platt, ne? finden So ist nicht nicht. eine. Oh, ich habe eine Ja, Kassette.
Die sind nicht das, die sind nicht das Ding. Die Kassetten sind gut, die sind wichtig. Nee, ein richtiges Tape. Achso. Zumindest eine Hülle davon. Ich dachte, du hast diese Skep-Dinger. Nee, nee. Einfach nur so eine. Ah, hier sind schon wieder zwei Stinkwanzen. Guck mal, hier liegen so viele Federn rum, ne? Die müssen noch irgendwas. Oh, scheiße. Ah, einen Bombardierkäfer gefunden, haben. Auf den werde ich mal losgehen. Hier oben ist er. So ein Stinkekäfer. Ja, ja. Sind das die Bombardierkäfer? Ich bin mir gar nicht sicher. Das sind mehrere. Oh ja. Geh da weg. Baumwanzen, scheiße. Ha, der hängt fest. Das sind drei Stück, Digi. Wie sollen wir das schaffen? Mit. Oh. Wow, 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 wow. Okay, wenn die erstmal stinken, ist vorbei, ne? Ja, ja. Ich mach's einfach. Okay, versuch's. Nee, danke. Und keine Chance. Sorry. Ich glaube, es wird. Sorry. Ja, ja. Ja, ich bin auch hin. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Gut, respawn. Oh nein. Weißt du, wo ich gerade respawned bin? Nicht im Labor. Nicht im Labor. Oh nein, du Trottel. Ich bin drinne. Ich bleib jetzt erstmal hier in der Base und such nach. Ich such jetzt nach Netz. Ich glaub nichts an. Nee, du weißt, was du machst? Du bringst mir Flossen. Ich bring doch keine Flossen jetzt. Du musst mir Flossen bringen, ich komme hier nicht raus. Wieso kommst du da nicht raus? Weil es zu weit ist, um rauszuschwimmen. Das ist tatsächlich. Ist ja nicht so Blödsinn. Das ist tatsächlich ein Dead End. Also, wenn du hier drin bist, stirbst, kommst du hier nicht wieder raus. Obwohl, doch, warte, vielleicht das Labor. Ah ja, hier geht's nach oben. Okay, ich hab den Ausgang gefunden. Ja, das schafft man auch ohne. Aber wenn man die Unterwasserscheiße noch nicht geschafft hat, dann bist du hier gefangen, ne? Kommst du da nicht raus? Wahrscheinlich. So. Dann musst du halt ein New Game machen. Ja, New Game Minus. So, ich hole jetzt mal meine Ausrüstung. So, dann bin ich auch gleich bei meinem Rucksack und höre jetzt schon wieder, dass mir irgendwer ans Leder will. Ja, das sind die Wanzen. Ja, stinkt ja auch schon ordentlich. So, sag nicht, die scheiß Ameisen greifen mich auch an. Nee, die Wanzen greifen mich an. Okay, damit kann ich arbeiten. Na komm her. Na komm, schieß den Scheiß auf mich. Spuck doch. Okay, wenn du alle kommst, du. Nee. Diesmal bin ich weg, mein Freund. Ich bin kein Idiot. Ich lass mich nicht zweimal von euch verarschen. So. Boah, die sind doch. Genau, kloppt die mit der Ameise. Ja, die Ameise kommt zur Hilfe. Wie gut ist das? Richtig gut. Ja, geht's so. Und weg. Alter, wieso bin ich denn immer noch halb tot? Hat geheilt, hab noch nichts abbekommen. Nee, also mit denen lege ich mich jetzt nicht weiter an. Das halte ich irgendwie für eine scheiß Idee. Komm erstmal hier zur Basis und setz das Spawnpunkt. Ja, das ist eine gute Idee. So. Spawnpunkt setzen. Das war schon mal klug. Und jetzt kleiner was trinken. Kann man die Trinkflasche eigentlich verbessern? Das wäre total gut. Aber stimmt. Das wäre echt der Shit. Wieso lässt du ja neben die Türen auf, Junge? Muss doch nicht sein. So. Auf der verzweifelten Suche nach. Netz. Ja, immer noch Gnetz. Denk dran, da hier die Aufnahme wieder zu starten. Ne? Hab ich doch schon längst. Ach so. Das läuft alles schon wieder. Aber. Bringt nichts, weil hier immer noch keine Gnetzen. Was wollt ihr denn, ihr scheiß Wanzen, ey? Geht mir noch nicht auf den Trichter. Das kann nicht sein, dass wir jetzt hier eine ganze Folge lang einfach nur nach Gnetzen, ey. Ja. Wie dämlich ist das denn? Das ist frustrierend, ja. Vielleicht sollten wir in den Sumpf gehen, da sind doch garantiert ein paar mehr Fliegen. Ey, was ist das denn? Wann ist hier denn so eine Action? Oh, ich glaube hier ist gerade. Ja, ich hab eine Gnet! Unfassbar, also unfassbar. Und ich kann sie nicht angreifen. Kacke, die hat sich gerade mit den Ameisen gekloppt. Jetzt sieht was. Oh, hier sind mehrere. Ich glaube, die greifen. Alter, ich bin umzingelt von Fliegen. Alter, ich habe ein ganzes Nest. Und ich sehe gerade irgendwie nichts. Alter,
sind so schnell gerade an mir vorbei, ne? Es wird einfach gerade zu dunkel, das ist echt scheiße. So. Na toll. Nee, ich brauche jetzt das. Was brauchen wir? Wir brauchen Gnettpelz. Gnettpelz, okay. Ich kann die Gnett nicht tragen, aber den Gnettpelz kann ich tragen. Ich schmeiß irgendwas weg. Ja, alles gut. Okay, das waren eine Menge Gnets. Da ist noch eine. Ups. Michi repariert seine Rüstung und Ragnar findet endlich Gnets. Endlich Gnets, ja. So, was für ein Progress. Oh, scheiße. Was kann ich denn jetzt wegschmeißen hier? Rohes Rüsselkäferfleisch, da ist auch mal drauf. Weg damit, hau weg damit. So, und dann Fliegenpelz und Fliegenpelz. Ich habe 12 Fliegenpelze auf der Hand. Alter, es hätte jetzt ungelogen eine Stunde gedauert, bis wir fucking Fliegenpelz hatten. Zum Glück hast du das alles zurechtgeschnitten. Yay. Ne, was ich euch jetzt gerade mit zack, zack, zack gezeigt habe, hat eine Stunde gedauert. Eine fucking Stunde. Wenn Ragnar es geschissen kriegt, das zu schneiden. Ich kotze im Strahl, ey. Oh Mann. So, jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Können uns die schönen Dings machen. Die schönen Gasmasken. Und dann können wir dann endlich mit den Käfern anlegen. Dann gehen wir jetzt Käfer kloppen, das wird super. Toll, ich bin kaputt. Es ist so fucking finster. Wo bist du? Ich bin kaputt. Ich sehe deinen Namen nicht mal. Ach da, ist das in der Nähe? Ja, ich war auf dem Weg zu dir. Okay, dann komme ich mal. Ich eile zur Rettung. Ja, vor mir ist eine große Wanze. Ja, hier war auch gerade. Oh, ich laufe gerade zwischen zwei, drei durch. Scheiße, noch eins. Aber ich bin. Du läufst an mir vorbei. Ja, ich. Moment. Nee, die bewacht mich. Die nee, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Komm, noch ein bisschen. Oh. Oh, schnell weg. Ich bin schon wieder tot. Echt? Oh, schnell tot. Ja, Alter, ja. Hier ist alles voll. Die hat gerade den Nebel gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Ich muss mal gucken, wo du jetzt bist. Das sind einfach. am gleichen Punkt. Wieder irre viele. Oh, nicht mal, nee. Toll, also beide tot. Keine Chance. Keine Chance. Und ich hab noch überlegt: Läufst du jetzt erst zur Basis und dann zu Ragnar? Ja, wäre schlauer. Hätte ich's getan. Jetzt sind wir wieder an der völlig falschen Basis. Das kannst du mir keinem erzählen. 400 Meter vom Rucksack weg. Ich kotze. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Alter, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Siehst du, Kai, ich glaube, Kai ist unser Glücksbringer. Das liegt alles daran, dass Kai nicht da ist. Kai ist unser Ruhepool. Oh, ich möchte das alles nicht Betrunken mehr. Ja, ich will auch so einiges nicht mehr. Aber ich bin gleich. Was? Wer hat denn mich jetzt gebissen? Okay. Das ist eine beschissene kleine Möbel. Okay, sie schlafen. Oh, sollten wir vielleicht mal ruhig sein, wa? Ja. Ich renne jetzt nach Hause und mach mir. Oh, ist echt so eine scheiß kleine Möbel. Oh, du Scheiß. Ich laufe jetzt. Ich schleiche jetzt zwischen den Wanzen durch und die Möbel attackiert mich. Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, oder? Das ist wohl ein scheiß Witz. War bei mir. Na irgendwie. Toll. Du stirbst jetzt nicht, aber. Doch, tue ich. Oh, hier sind überall Wanzen. Ja, du sollst auch nur deinen Rucksack holen und dann. Oh, ich renn schon wieder auf die nächste zu. Alter, was ist denn hier los? Boah, wir brauchen unbedingt diese scheiß Gasmasken, ne? Ja, ich bin. Genau deswegen sind wir auch Gnettjagd gegangen, verdammt. Ja. Scheiße. Ja, kaum hat man die scheiß Gnetzt, kommen die Baumwanzen aus allen Ecken geeiert. So, nichtsdestotrotz gibt es jetzt 3 Gasmasken. 1, 2, 3. 3, natürlich. Cool. Kai, nur für dich. Ja, in Abwesenheit. Ich hab die mal in die Rüstungskiste gepackt. Hast du? Musst einmal raus und reingehen wahrscheinlich, damit es wirklich. Ach da, alles klar. So. Die sieht sogar richtig cool aus, meine Fresse. Ja, hat was, ne? Die sieht geil aus. Die werde ich mir gleich jetzt mal aufsetzen. So, nächste Ziel war Bombardierkäfer kloppen, ne? Ich hoffe mal, dass die Gasmasken da auch was helfen. Also muss ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Das ist wirklich. So. Lass mal versuchen, nur eine zu triggern. Ich glaube, das wird schwierig. Ah, hier ist eine. Ich bin direkt vor einer einzelnen. Okay, da komme ich mit hin. Kloppen wir die erstmal um. Ja, ich habe das Gefühl, sie verhaken sich nicht mehr ganz so viel, ne? Ist eigentlich ganz schön. Ah, da.
Jo, 0 Damage, geil. Yes. Richtig gut. Leider auch keine Stamina mehr. Das war's. Jetzt dann. Ah! Bitch. Baumwanzenbrocken. Gut, die brauchen wir aber nicht. Doch. Doch, die brauchen wir. Nee, wir brauchen Bombardierkäferbrocken. Und Baumwanzenbrocken auch, die. Die brauchten wir für Dings hier. Was? Für die Gasmasken, aber die haben wir ja jetzt. Echt? Ja. Ach, scheiße. Gut, dann Bombardierkäfer. Ja, wozu haben wir denn jetzt Gasmasken gebaut? Ja, für die Bombardierkäfer. Die Bombardierkäfer, die machen doch keinen, die machen doch nicht das Gas. Das machen doch echt nicht? Machen das nur die Baumwanzen? Bist du sicher? Egal, wir brauchen so oder so, um da hinten in die Ecke zu. Ja, ich habe hier schon einen. Ja, stimmt, für die Gasecke da hinten. Ja. Länderspiel hier. Hau drauf ein! Wieso steht der? Steht nicht auf ein? Du hast keine Stamina wahrscheinlich mehr gehabt. Nee, Stamina habe ich, aber er hat nach unten geguckt und er hat einfach bloß so horizontal geschlagen. So überlegt, also, boah, mach ich was, mache ich nix. Das war scheiße. Ja, ein bisschen. Pete ist manchmal ein bisschen unfähig. Das ist manchmal ein bisschen dumm. Okay, ich gehe jetzt übrigens ins Giftgebiet. Mr. Weevil! Und hoffe, dass ich da Bombardierkäfer finde. So, hier ist Stinkelang. Ich glaube für Apples. Für Apples fühle ich mich. Warum? Ein Spiel halt. Irgendwas. Ah, guck mal. Ich hab's fast nicht gefunden. Das war hart. Sag nicht, du hast jetzt einen, oder was? Ja, ja. Ich renn mal zu dir. Ist wahrscheinlich bloß 800 cm von mir entfernt. Jo, läuft. Und ein Hit noch. Das war's. Wieder eingelegt. Bombardierkäferbrocken. Was habe ich denn jetzt hier alles im Inventar? Ich dachte, ich wäre schon voll. Okay, ich glaube, ich habe schon den nächsten. Nee, ist wieder nur eine Milbe. Ist echt nur so eine abgefuckte Milbe. Aber ich glaube, hier sind noch mehr rumgerannt von den Viechern. Oh, ich habe hier eine Wolfsspinne. Ja, mach ruhig. Schaff's mal. Wir schleichen ihn wieder vorbei. Okay, hier ist noch ein zweiter Bombardierkäfer. Du stun den. Ach, ich glaube, der hängt auch schon wieder fest. Ja. Ich gucke ihm in die Augen. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Kein befriedigender Sieg. Nee, jetzt ist er hier durch eine Dings geglitscht. Ihn aufgesammelt und er rollt seinen Kopf weg. Und weg ist er. Kann ich den noch aufsammeln? Nee. Alter, und diese ganzen kleinen. Fuck, ja, ich hab hier auch übel viele Milben. Der ist gerade gegen Blatt Papier, gegen Blatt gesprungen. Ich sammle erstmal ein bisschen Sam. So, ich habe jetzt. Hallo? 6 Bombardierkäferkram. Ey! Oh, und ein explodierenden Rüsselkäfer. Ja, die sind infiziert. Ja, die, ja. Die haben diesen Cordyceps-Pilz im Kopf. Ja, ja. Der die beeinflusst, meinst du, ne? Ja. Okay. The Last of Us will seine Käfer wieder haben. Ja, ja. Okay, ich gehe weiter im Stinkland rum. Pass auf. Ja, ich sehe den. Sticker. Was, stirbt er nicht? Der stirbt nicht. Aji. Pass auf, er dürfte sich jetzt sprengen. Ja. Ja, ja. Oh, was ist das denn? Infizierte Samtmilbe. Ist ja auch interessant. Pilzauswuchs habe ich gekriegt. Ey, das brauchen wir auch. Für was? Für die Bomben. Oh, das ist gut. Das ist ja nice. So mal nebenbei. Okay, aber ich glaube, hier rennen wir schon wieder raus. Rein erfahrungstechnisch erinnert mich an meine damalige Drogenzeit so ein bisschen. Noch mehr Milben. Ich guck mal einfach von oben, ob ich hier noch was sehe. Na, wir schaffen es hier hoch.
Pilzauswuchs. Aber man kriegt auch normalen milden Pilz von den Teilen. Oh, guck mal. Ah, Raw Science! Oh, das geht hier ja noch ein ganzes Stück weiter. Hier ist noch so ein Rüsselkäfervieh. Wo bist du jetzt? Ich bin auf diesen Stein geklärt, auf diesen riesengroßen. Ah, da oben war ich auch schon mal. Oh, und hier ist ein Bombardierkäfer. Genau. Da war ich im Singleplayer-Game, aber ich bin instant gestorben. Ja, glaube ich. Alter, die haben aber auch. Da bin ich aber über die Hake gegangen. Bist du darauf gekommen? Ach, von da. Geklettert. Da ist eine Höhle übrigens. Ja, ich glaube mich jetzt mal. Mit diesem scheiß Nachtstand. Okay. Der nächste Daumen. Sehr schön. Wollen wir mal in die Höhle gehen? Aus! Nicht in die Höhle gehen! Ich bin in der Höhle. Wir haben genug. Ich aber Spinnen! Oh okay. Mein Gott! Ja, aber die einfachen noch nur, oder? Oder die großen? Ja, aber trotzdem. Die muss trotzdem nicht sein jetzt. Ja, okay, wir haben genug Bombardierkäferkram. Fuck! Was war das? Weiß ich nicht. Gift. Ah. Infizierte Möwe. Das ist ja. Oh shit. Das war Drop Damage. Was geht denn hier ab, Alter? Spinnen. Alter, da ist ja richtig Action drin. Lass uns mal ein bisschen infizierte Teile kaputt machen für den Pilzauswuchs. Damit wir genug Bomben haben. Joa, aber die kriegt man auch nicht mehr, ne? Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Also ich habe bis jetzt von jedem Tier welche gekriegt. Ey, was habe ich hier? Achso. Infizierte Samtmilbe. Oh, stimmt. Gibt immer Pilzauswuchs. Das ist ja gut. Ja. Das ist ja richtig gut. Dann legen wir doch mal hier vor. Dann freue ich mich doch endlich mal über die Milben. Noch ein Pilzauswuchs. Das ist ja richtig gut. Ich meine, das ist ganz richtig verschachtelt. Oh, hier ist ein unter. Hier ist ein. Unter Wasser. Eine Unterwasserhöhle. Echt? Krass. Ja. Zack. Also, ich habe jetzt 4 Pilzauswuchs. Ich habe 2 oder 3. Okay, mein Problem ist, dass meine Keule langsam die Geist aufgibt. Hä? Hier kämpft doch irgendwas. Ich kämpfe zurück, Junge. Ja, ist wahrscheinlich oben. Haben wir diesen Stein? Welchen Stein? Nee, haben wir nicht hier. Na, in der Basis dann ja. Hier nicht. Also wir könnten jetzt zurück und könnten uns beide die Dings machen, wenn wir genug Marienkäferköpfe haben. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob davon genug haben. Du willst unbedingt wieder Sprengstoff haben, ne? Wenn Michi Sprengstoff hat, ist das nie gut. Doch! Nein. Doch! Erinnere dich doch mal an die 7 Days Zeiten. Ja. Das war der Shit, Junge! Gut. Mutation entdeckt, saftig. Oh. Was geht denn? Ich finde das ganz gut. Status? Was ist denn saftig? Saftig. Als echter Bücherwurm kannst du deinen Keimtext widerstehen. Und sei es die Inhaltsangabe einer Saftpackung. Was bringt mir das? Klingt kryptisch. Ein bisschen. Willst du zur alten oder zur neuen Base? Zur neuen wahrscheinlich, oder? Das ist, glaube ich, relativ wurscht. Welches denn näher? Was brauchten wir da noch, um den fertig zu bauen? Irgendwas Hochrangiges. Hier ist ein Marienkäfer, also falls du Bock hast. Ja, dann wollen wir die versuchen. Können wir machen. Der ist gerade sauer, der ist gerade pissig auf so eine Ameise. Ja, der kommt mir gerade entgegen. Und achso, ah. Okay, warte, ich will mich erst einmal verbinden. Ich hab schon zugeschlagen, Entschuldigung. Das ist schlecht und meine Axt ist auch fast kaputt. Das ist nicht so gut. Ey, ich hab doch geblockt. Ach, scheiße. Ich bin down. Ja, ich versuch dich zu holen. Das dauert ganz schön lange, ne? Aber er klopft dich, glaube ich, erst mit. Okay. Oh, scheiße. Block. Okay, ich pack die große Keule aus. Ich pack doch nicht die große Keule aus, die ist gerade kaputt gegangen. Scheiße. Jetzt habe ich nur noch die kleine. Axt. Ist vielleicht ein bisschen schlecht, oder? Alter, die macht fast gar keinen Damage. Okay. Jetzt wieder dich auf Fokus. Ich häng fest. Ja, ich versuch grad. Ah, er ist gestunt. Er ist gestunt, ja.
Das ist ordentlich. Oh, scheiße. Bist du tot? Ja. Scheiße. Ja, ich versuche dich wieder zu kriegen. Ich habe auf 23. Die Ameisen wollen nicht fressen. Das ist, macht mir Mut. Das macht mir nicht. Scheiße. Oh. Lebst du? Gut. Ja, ja. Oh shit, ich häng hier fest. Alter, das. Ja, scheiße. Ich brauche Hilfe. Ja, ja. Ich versuche. Ja, jetzt klopft sich gerade noch mit der Ameise. Ich mach einen kleinen Bogen. Und dann kommst du zu mir gerannt. Dass der auch Rückstoß hat, ist echt scheiße, ne? Ja, ist halt wie so ein Panzer, ne? Ja. Oh, jetzt komm ich auch. Boah! Homo! Alter, keine Chance. Ich muss gerade erstmal heilen. Wir brauchen unbedingt diese perfekte Block, Blockrüstung. Vom Coin? Ja. Ja. Gerade für sowas. Gerade für sowas. Ja, das schon. Okay, aber noch hat er sich nicht geheilt. Geheilt sich. Ja, Fokus auf mich. Block du einfach nur. Das kann auch alles. Weißt du, wir müssen. Ja, ich hab doch geblockt, aber er schlägt durch den Block durch. Achso. Das ist scheiße. Aber den müssen wir jetzt noch legen. Ja. Oh shit. Der legt hier auch die Grashalme um, ne? Heißt ja, ja. Ja, du stehst ja jetzt, aber ich komme ja nicht ran. Nee. Aber ich hab noch 15 Sekunden, alles gut. Ja, aber. Er ist auch so ein Camper, ne? Meine Fresse. Okay. 7. Ja, ich. 6. Ja, das ist gut. Komm schon. Jetzt. Alter, wenn er dich. Er ist halt ätzend. Also, ne? Du bist auch kaputt. Ja, ja. Also, er stunt dich halt, wenn er dich angreift, ne? Das ist keine Chance. Der ist for life, definitiv. Gebe ich die Prüfungssiegel drauf. Bin ich mir auch recht sicher, aber. Man weiß ja nicht. Weiß nicht. Gucken wir mal. Ich schlag ihn mal einmal. Das ist super. Nee, ist full life. Ich renn weg. Ich kann mir. Alle Markierungen, die gesetzt sind, sind weg. Warum soll ich eine neue setzen? Das ist doch der gleiche Ficker, oder was? Ja, um denn wieder eine neue Markierung zu haben. Dann hast du wenigstens wieder eine. Ja, scheißegal, ich find das schon hin. So, also auf der Karte ist es halt noch. So, ich hab die Hände. Okay, einer blockt, einer schlägt. Er hat Fokus auf mich. Bewegung ist alles. Bewegung ist alles. Jetzt hat der Fokus auf mich. Ja, das läuft doch viel besser jetzt. Ja. Siehst du. Boom. Easy peasy. So, den ersten Kopf haben wir. Ist schön. Ja, mit zwei Leuten geht das echt gut, ne? Einer blockt, zieht den Fokus und einer verkloppt den einfach. Oh fuck, Spinne. Die will ich jetzt Spinnen. Nicht. Pinne. Yoked Girth Kopf. Da bin ich gerade. Guck ihn dir mal an. Sieht ein bisschen aus wie Dings hier. Moldark ripped his head off and threw it in a volcano, but the shamans resurrected him from a bucket of blood. Okay. Er hat ein bisschen was von Duke Nukem, der Typ. So, ich hab die Schnauze voll. Ich baue jetzt eine Axt und dann machen wir ein Dings hier platt. Oh, shit. Und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Ganz genau. Noch eine Fehde. Und noch eine Fehde. Also, auf dem Weg dahin finden wir Käfer Marien, oder? Ja, würde mich nicht mal wundern. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Das hat übrigens mein Sohn gesagt, als es so 2-3 war. Käfer Marien gesagt. Okay. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich finden wir jetzt auf dem Rückweg finden wir jetzt wahrscheinlich hier die Viecher. Warum liegen hier so viele Grashalme rum? Durch die Käfer Marines. Die haben die im Kampf abgerissen. Stimmt. Dann war es doch der, den wir schon hatten, ne? Denn hier in der Nähe haben wir doch gekämpft, oder nicht? Ja, ja. Bugs! Kontakt! Das war eigentlich noch viel besser. So. Ja, das machen wir jetzt so, wenn wir auf Jagd sind und jemand sieht das Zielobjekt, schreibt man einfach Kontakt! Stimmt, wie blöd drauf los. Ultimate Hunters Edition Predator 1. Der Shit. Kontakt! Predator ist der ultimative Film, Alter. Ja. So. Ich habe jetzt eine Insektenaxt.
So, auf zum Atem, das heißt die Feder. Und genau. Dann lass sie mal analysatieren. Genau. Ich versuche mal hier mit dem Ding ein bisschen. Oh, das sind aber ganz schön viele auf einmal zum Kämpfen. Na egal. Nee, ich kämpfe lieber mit der Keule. Scheiße, Block zu früh fallen gelassen. Ich klopfe mich hier gerade mit. Alter, ein Massaker. Ich habe gerade 4 Larven auf einmal gelegt. Alter, sind hier viele Federn. Jeebus. Federn? Ja, die hängen hier oben im Baum. Im Gras. Wirklich, cool. Im Gras. Ne, dann fällen wir doch einfach das Gras, oder was? Ja. Fällen. Kann ich damit eigentlich. Ja, ich kann damit Gras fällen. Das ist ja richtig gut. Ultimate. Wahrscheinlich schneller, oder? Ja. Oh. Bedeutend schneller. Also eine Dreierkombination, dann fällt der Scheiß. Oh, das ist gut. Falscher, noch ein. Da ist sie doch. Richtig geil. Oh, der nervt, der nervt. Na hier. Oh, eine Larve! Kontakt! Ja. Kontakt! Da musst du unbedingt so einen Meme einbauen von Predator. Definitiv. So, ja, super gut. Ein GIF. Hast du jetzt was davon gekriegt? Ich hab davon bekommen. Ja, genau, nichts. Wie nichts? Ja, nichts. Ich sehe nichts. Wie nichts? Nichts? Da ist noch eine Feder, mach das nochmal. Wo ist die? Da hier oben. Ich sehe nicht. Okay. Wir könnten uns auch eine suchen, die auf dem Boden liegt, aber nein, wir nehmen die mitten in dem Pampa rumhängen, weißt du? Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo die überhaupt draufhängt hier. Da, Krähenfederstück, dein Inventar ist voll, du Dussel. Ah, ja, das kann sein. Einfaches Bett. Nee, ist es nicht. Ich habe 5 Felder frei. Einfaches Bett. Kann man sich bauen. Okay. Nett. Ja, denn wir brauchen aber mehr davon. Wir wollen gleich analysieren auch. Mit Bürger können die auch mal quatschen, ne? Ich tausche etwas gegen Pure Science. Was haben wir denn da? Faserverband. Oh, wollen wir Faserverband verbessern? Unbedingt. Unbedingt, ja. Ja, es kostet dann aber nur weniger. Ach so, also macht nicht, macht nicht. Ich wäre tierisch dafür, mehr Ausdauer zu haben. Oder mehr Life. Mehr Ausdauer, mehr HP. Also trainierte Lungen. Ja, oder mehr HP. Kiesel in der Brandung. Burgle entschlüsselt geheime Fleischkenntnis von Chip und werkelt an dir mit Klemme und Pfandenwände herum. Das Geklopfe wirkt auf molekularer Ebene und schaltet eine neue Mutation frei, welche die maximale Gesundheit erhöht. 5000. Könnten wir mal. Ich will jetzt gerne Kai fragen, aber Kai ist nicht da. Also ich wäre für mehr HP oder mehr Ausdauer. Ja, machen wir mehr HP. Bin ich auch für. Trainierte Lungen klingt so, hast du nur beim Dings was von. Beim Tauchen. Ja. Nee, ich denke mal auch, dass, halt du, dass, du länger, ne? dass du länger sprinten kannst und sowas. Ja, ist halt eine Mutation, die musst du anwählen, ne? Muss hier irgendwo gewesen sein, muss hier rechts irgendwo gewesen sein. Hier. Hier in der Ecke. Hab ihn. Analysieren. Mal sehen, was da Schönes kommt. Schützenmütze. Oh, Federpfeil. So ein Federpfeil. Schützenmütze klingt geil. Da gucken wir doch mal, was das Schönes gibt. Herstellen. Wo ist sie denn? Rüstung. Schützenmütze, das ist T3 tatsächlich. Ein sauberlich hergestellter Hut, geschmückt mit einem rabenschwarzen Krähenfeder. Perfekt für den aus der Ferne zuschlagenden Helden. Plus Bogenangriff. Und gar nicht mal so schlecht Verteidigung. Nö, eigentlich ganz gut. Mehr als der Keuschuppenhelm. Mehr als die Spinnenhaube. Aber weniger als die Marienkäfer. Ja, aber für so einen Fernkampf ist es eigentlich schon ganz, ganz gut. Ja, auch den Insektenbogen müssten wir nochmal bauen, ne? Spinnenbrocken, Spinnenfang und Seil. Ich meine, der hat doch bestimmt auch bedeutend so Federpfeil. Ein besonders hochtrabender Pfeil, gefertigt aus Teilen von Krähenfedern und Spinnennetzsträngen.
Hat garantiert, hat der jetzt mehr Damage? Fliegt der weiter oder was ist mit denen? Mehr Damage würde ich sagen. Oh, wahrscheinlich, ne? Zwischenzeitlich ist die Facecam ausgegangen und ich hab's nicht gecheckt. Du bist so ein Assi, Alter. Aber er belebt mich wenigstens wieder, ist ja nicht lieb. So, wir haben irgendwie das geschafft, was wir schaffen wollten. Es hat mehr als dreimal. Es hat mehr als dreimal lange gedauert, irgendwie, als ich gedacht hätte. Aber okay. Ist wie es ist. Ich bedanke mich bei Michi, dass er mitgemacht hat. Ich finde es immer noch schade, dass Kai gefehlt hat. Ne? Also, komm mal wieder, Kai. Ja, wird werden. So, wie immer sei. Ne? Danke fürs Zugucken. Haut ein Like rein, haut ein Abo rein. Haut vor allem Kommentare rein. Es war eine actiongeladene Folge, ist ja schon mal was wert. Ne? Ansonsten übergebe ich jetzt erstmal da oben an unseren guten alten Michi. Ja, meine Freunde, erstmal, Kai, es war schade, dass du heute nicht dabei warst. Du hast uns gefehlt. Du hast unser Leader hat gefehlt. Wirklich. Naja, Leader. Man hat gesehen, wie orientierungslos wir waren. Ja, das war. Unser nennen wir uns Scout. Egal, der Begriff Führer ist einfach sehr vorbelastet. Ich sagte Leader, ja. Nicht Führer. Ja, ist das Gleiche. Nein, Führer klingt scheiße. Leader klingt cool. Ja. Aber Leader ist ja auch dann egal. Wie dem auch sei, Like, Abo, Kommentar und reingehauen bis zum nächsten Mal. Genau, und guckt euch hier Michis Videos an, der kürzlich jetzt wieder ein neues hochgeladen. Also, Feuer frei, bis zum nächsten Mal.